Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir machen jetzt mit Mand einen Orbit um Gilly. Ich weiß nicht, ob das die beste Entscheidung war, das zu tun, denn ich weiß nicht, ob ich den jemals wieder zurückbringe. In real life würde ich das jetzt an der Stelle noch nicht tun, weil ich einfach zu wenig weiß. Thema, wie viel Sprit brauche ich, wie mache ich es am besten und so weiter. Es war jetzt einfach mal ein Versuch, den ich tatsächlich mit dem Ding hier als erstes durchgeführt habe, von wegen so eine Art Undock-Mission. Und es funktioniert erstaunlich gut, also bisher zumindest. Mal schauen, wie es denn weitergeht. Ja, also ich momentan bin ich begeistert, wie gut es eigentlich funktioniert. Moment, ich kann ja auch den hier machen. So. Wir müssen halt nur noch irgendwie zurückkommen. Von daher, ich weiß noch nicht, wie gut das funktioniert mit dem Zurückkommen. So, jetzt sehr vorsichtig. Wir haben einen Orbit um den Gilly. Umlaufbahn von Gilly. So. Und jetzt, wenn ich hier nämlich den hier mache. Ui. Crewbericht. Speichern. Das hier. Temperaturscan. Atmosphärischen Druck. Schleim. Das ist ja sehr genial. Und den hier auch noch. Zack, und dann machen wir noch einen Eva. Zack, zack. So, und jetzt müssen wir den ganzen Sums alles nehmen. 23 Daten schon. Uiuiuiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiuiui. Okay, so, und das hier habe ich halt sinnloserweise dran. Sehr geil. Ich meine, das andere Zeug hier, ja, das ist jetzt noch alles relativ. So, damit haben wir jetzt also eine Umlaufbahn. Damit haben wir jetzt also eine Umlaufbahn hier um Gilly. Und wir sollten da auch niemanden stören, das heißt, es müsste passen. So. Jetzt nochmal gucken, wir wollen mal einen Blick noch auf den guten Gilly werfen. Wo ist er denn überhaupt? Da ist er. Da ist der gute, der Klumpen, der jetzt nicht so die Gravitation hat. Also, haben wir alle gesehen? Okay. Wo ist denn, da ist es. Wechseln zu. Okay, ja. Lecken. So. Und zwar in 8 Tagen. Also das, ich meine, unser Dingens kann ja da 8 Tage lang rumkreisen um den Gilly. Das ist ja jetzt erstmal egal. So. Wir haben erstmal eine andere Mission. Und zwar den hier auf Kurs bringen. Okay, das wird so definitiv nichts bei der Rakete. So. Okay, ein bisschen noch vorspulen. Okay. Thank you.
Das passt schon. Okay. So. Und jetzt. Jetzt haben wir das Problem, dass wir den entweder einholen müssen oder er uns einholen muss. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen Gas geben. Und ja, wir spulen mal dahin vor. Also dieses Dingens ist nicht das Beste, also dieses SAS, wenn es um nur Treibstoffverbrauch geht, ist es nicht so geil, muss ich ganz ehrlich zugeben. So. Da ein bisschen was ist. So, und jetzt müssen wir hier nämlich, damit wir hier wieder einen Encounter bekommen, müssen wir hier wieder ein bisschen langsamer werden. So, dass wir da wieder einen Encounter bekommen. Sonst bekommen wir nämlich keinen. Und das wäre ein bisschen schlecht. So. Lassen wir uns von dem nämlich einholen, wobei es andersrum halt vielleicht schneller ginge. Aber was soll's. Es ist doch egal. So. Und jetzt schauen wir doch mal. Dieses hier, wenn ich jetzt hier ein Manöver setze und dann sage, plus, 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 jetzt erstmal schlechter. Okay. Da wird es nochmal besser. Ah ja, okay. So, dann müssen wir das so machen nämlich und dann. Oh, ah ja. Moment. Okay, da ist noch nichts dabei. Da ist noch nichts dabei, was irgendwie annähernd da in die Richtung käme. Boah, ja, das ist ja super doof. Nochmal gucken. Der so wirklich so eine wahnsinnig geringe Anziehungskraft hat. Da muss man halt wirklich sehr genau hinzielen, dass das überhaupt sinnvoll funktionieren kann. Boah, oh je. Okay, ich verschiebe da meine Bahn ziemlich. Aber ich komme näher dran. Und das ist ja das, was zählt. Okay, das ist irgendwie ein bisschen
weird, wenn ich ehrlich bin. Mal wieder. Ich habe noch keinen Encounter, also überhaupt nicht. Also in keiner Weise irgendwie. Ah. Jetzt. Jetzt haben wir aber einen. Yes. Yes, so haben wir einen. Okay, so nicht mehr. Auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Ja. Okay, es muss also genau so sein. Und dann hoffen wir mal, dass es einigermaßen passt. Aber das ist in 272 Tagen. Uiuiui. Ui, ui. Das dauert noch eine Weile, würde ich sagen. Ja, dann machen wir uns doch einfach mal mit dem hier auf den Weg zurück. Vielleicht. Ich meine, wir hatten jetzt hiermit eine Umlaufbahn um Kirwin. Um Gilly. Kehre aus dem Vorbeiflug an Gilly nach Kirwin zurück. Umlaufbahn, okay. Sammle wissenschaftliche Daten von Gilly. Wir haben einiges gesammelt, würde ich sagen. Allerdings können wir noch mehr mitnehmen. Ja, können wir hier nicht öfter mal ein Eva machen oder so? Wo sind wir denn hier? High over sind wir immer noch. Wir sind immer noch high over. Wie? Ah, nein. Wie nah muss ich denn da ran? Wie nah muss ich denn da ran? Okay, 11 Kilometer. Das Ding ist definitiv... Wir können da definitiv, denke ich, näher ran als beim Moon eigentlich. Aber ich will eigentlich auch nicht zu nah ran, wenn ich ehrlich bin. 9 Kilometer machen wir mal. Vielleicht sind wir ja dann nicht mehr high over, vielleicht sind wir ja dann... Oh Gott. Vielleicht zählt das auch noch gar nicht als Umlaufbahn, wenn ich so hoch bin. Also hoch in Anführungsstrichen. ihr wisst, was ich meine. So. Dann machen wir das gleiche hier. Manöver hinzufügen. Zip. Oh. Zip. Oh. Zip. Zip. Ja, so ungefähr. Ungefähr habe ich mir das gedacht. Okay. High over, immer noch high over. Okay. Was? Weil ich das aus Versehen ausgeschaltet habe. Immer noch high over. Also eigentlich müssen wir dann noch tiefer gehen. Oh Gott, aber der hat doch so haufenweise Ecken und Kanten und Höhen und... Oh Gott, wie soll das denn gehen? Bitteschön. High over.
immer noch High Over. Das ist ja Hammer eigentlich. Oh Gott. Wie nah muss ich denn da ran, dass es jetzt nicht mehr High Over zählt? Das ist ja irre. Muss ich da landen oder wie? Over. Das ist ihr Wahnsinn. Immer noch High Over. Immer noch High Over, das ist doch der Wahnsinn. Ja. Hä? Moment. Nier. Genau, hier gibt's auch noch Nier. Wusste ich's doch, aber wieso zählt das immer noch als High Over? Ja, jetzt kann ich auch gar nicht mehr vorspulen. Leute, das ist mir doch zu doof, ganz ehrlich. Nö, das machen wir nicht. Auf 8 Kilometer müssen wir schon gehen, also das macht das keinen Sinn. Vier hieß es sogar, ne? So. Das früher mach? Dann ist es sogar besser. So. Mir auf 8,4 und auf 8 ungefähr, ne? Hieß es. Naja. Wird nicht so viel besser. Na, was soll's? Wir machen das mal so ungefähr. So, genau 8,4. Kann ich jetzt wieder ein bisschen vorspulen? Nö. Doch nicht. Nö, wir hinzufügen. High over, immer noch. Oder in die Richtung? In die Richtung jetzt. Oh, jetzt schlechter. So.
Ich möchte euch ganz gerne wieder vorspulen können. Das ist nämlich schon ein bisschen was wert. Andererseits, eigentlich waren wir ja in der Umlaufbahn. Eigentlich haben wir ja so ziemlich alles erledigt, was wir erledigen wollten, erstmal. Oder? Ist doch so schlecht dann gar nicht gelaufen. Ah, es ist halt wirklich, es ist minimal, was noch fehlt. Ah, das wird halt so nicht besser, ne? Es wird halt einfach so nicht besser erstmal. Es ist minimal, was noch fehlt, dass ich vorspulen kann. Ah. Darf halt überhaupt nicht. Das ist doch. Gibt's da nicht irgendwie was, dass man das umgehen kann? Das ist doch furchtbar. Oh, und ich sehe gerade, wir sind auch noch. Hier sind wir auch noch ein bisschen zu tief. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an, vielleicht, aber ich habe eine Idee. Wir umgehen das Ganze einfach. Ja, blablabla. Hier brauche ich dich nicht. So, und zwar. Mal schauen. Gili. So. Und jetzt. Jetzt ist das Ding da und wenn es dann hier ist, dann. Okay. Also man kann eben doch vorspulen, man muss es nur ein bisschen austricksen. Wechseln zu. So. Also das ist doch ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Nicht so optimal gelöst, meiner Meinung nach, aber was soll's. Okay, so. Weil wieso soll ich da nicht vorspulen können? Wenn ich das will, dann muss ich doch da vorspulen können. So. Haben wir gesehen, es geht auch, wenn man will. So, jetzt schreibt man hier das hier wieder ein. Okay. Gut, und schon könnt ihr vorspulen. Aber nicht schneller als so. Okay. Denn ich möchte nämlich mal wissen, ob wir jetzt alle Biome von wegen Schwerkraftscan durchhaben. Weil wir haben wahrscheinlich eh genügend Wissenschaftsdaten damit. Also das. Ja. Und ich glaube, ich mache noch mal eine zweite. Ich habe noch mal eine zweite Chance, auf Eve Wissenschaftsdaten zu sammeln. Ja, ich glaube, wir haben jetzt erstmal alles durch, was es so gibt. Hier auf Gilly. Moment, wie schnell sind wir eigentlich? 17,3 Meter pro Sekunde, das ist ja nichts. Das ist ja gar nichts. Nur das Problem ist, ich habe da Solarpanel dran und ich will nicht, dass die abbrechen. Also theoretisch könnten wir. Wir haben 17,4 Meter pro Sekunde haben wir hier. Man könnte da theoretisch sogar landen. Und zwar ziemlich einfach, aber ich habe halt keine Landebeine und ich habe nichts dran. Das ist ein bisschen schade, das ist ein bisschen doof. Moment. Ich speichere mal eben. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Spiel wird gespeichert. Speichern. Ich habe eine Idee, aber ob die so gut ist, ich weiß es nicht. Ihr ahnt, was ich vorhabe, oder? Was ist denn jetzt los? Habe ich die Umlaufbahn stark verändert? Wieso verändert sich das?
Okay. Okay. So. Ihr ahnt, was ich vorhabe, oder? Hallo? Ah, ich möchte mal von hier aus steuern, weil ich möchte gucken. Aber ich glaube, es sieht gut aus, ne? Ich glaube, die Umlaufbahn hat sich jetzt nicht so sehr zum Negativen verändert. Ich glaube, das geht noch alles vorbei. So, und zwar, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich gehe einfach mit meinem Körbel auf die Oberfläche. Geht das? Geht das? Weil ich meine. Okay, so, jetzt dreht sich das Ganze. So, und jetzt müsste ich doch nach unten fallen, oder? Ja. Kann ich spulen? Ja. Ich kann vorspulen. Ja, wobei, wir haben hier noch, wir haben noch 2 Kilometer, 3 Kilometer. Oh, ich darf nicht mehr vorspulen. Na, leck mich doch. So, dann mach es halt wieder so. Ich kann nicht näher ranzoomen, das ist doof. Kann ich jetzt hier wieder wechseln? Ja. So. Wie hoch sind wir dann? 1 Kilometer haben wir noch. 9 Meter pro Sekunde. Das ist, oh, wir können jetzt schon den Eva machen. Ich warte mal aber, bis wir unten sind, ob es dann besser wird. Ob wir dann noch mehr vielleicht Science bekommen. Denn dann nehme ich lieber einen Eva von der Oberfläche mit. Oh Gott, dann war ich auf der Oberfläche von Gilly. Mit dem Körbel. Oh Gott. Wenn das funktioniert, wenn das funktioniert. 64, es wird tendenziell mehr. Es wird tendenziell mehr. Wir haben noch 500 Meter bis zur Oberfläche. Oh Gott, wenn das funktioniert, das. Ja, das Problem ist dann, ich muss deine Raumstation wiederfinden. Oder mein Schiff halt wiederfinden. Aber ich habe ja gespeichert. Also, wenn es schief geht, dann können wir immer noch laden. Zum Glück. Diesmal habe ich gespeichert. Das ist ja der Hammer. Noch 100 Meter. So, schon mal ein bisschen bremsen. 30 Meter. 10 Meter. Meter, 1 Meter. Hey, wir stehen. Jawohl. Und 270. 270. Ja, cool. So, jetzt muss ich nur wieder. Jetzt muss ich nur wieder irgendwie in die Umlaufbahn kommen, von der aus wir dann ins Schiff kommen, auch tatsächlich. Okay, ich muss erstmal. Ach so, ich habe hier keine Manöverplanung. Ah, shit. Ich möchte gerne wissen, wie hoch ich denn jetzt schon fliege. Also 83 Meter, das ist ja wesentlich zu viel. Okay, ja, das dachte ich mir. Ach du Scheiße. Das ist ja wesentlich zu viel.
und ich muss in die andere Richtung fliegen, ne? Und der Nuffball fängt wieder an, sich zu kreiseln. Das ist doch typisch. Ja, und ich kann irgendwie auch nichts dagegen tun. Ich muss es hier machen, anders geht's nicht. Gott, ich habe viel zu sehr beschleunigt. Wieso werde ich wieder schneller in die Richtung? Guckt euch das mal an, das kann doch gar nicht sein. Oh, kann doch sein. Aber wieso? Kannst du dich mal ausrichten, bitte? Wieso? Bist du leicht bescheuert oder so, Kurbel? Okay, ich muss laden. Ich versuche das aber nochmal. Hier war das, ne? 37. Glaube ich schon. Okay, ob ich es beim nächsten Mal schaffe, das sehen wir in der nächsten Folge von Kirby Space Program. Bis dahin, macht's gut!